Ich grüße euch, ich bin's wieder, euer Modellbau-Nerd. Willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um den Schützenpanzer Marder 1A3 von Revell im Maßstab 1:35. Das ganze Set hat 182 Teile und ist 19,7 cm lang. So, mal ein paar Daten für euch. Der Original hat eine Länge von 6,88 Meter, ist 3,38 Meter breit und hat eine Höhe von 3,15 Meter. Die Hauptbewaffnung ist eine 20 mm Maschinenkanone MK20 RH202. Und die Sekundärbewaffnung ist ein MG3 Milan Panzerabwehrwaffe und Nebelwerfanlagen. Ja. So viel dazu. Da haben wir hier hinten noch die Farben, die benötigt werden. Aber das interessiert ja jetzt eigentlich auch keinen. Wir gucken jetzt mal rein. Und dann haben wir hier die mega schönen Ketten. Ja. Besser als nichts. Aber naja, gibt Besseres. Dann haben wir hier die Wanne, das Oberteil für den Turm. Einmal die Wanne mit Luke. Das ist für den Turm. Sieht sehr schön aus, finde ich. Dann haben wir hier die Klarteile für die Sichtlücken und so. Kommen wir mal zu dem Schussrohr. Da haben wir hier die Laufrollen, die Schürze. Fischhäute sind nicht zu sehen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier Teile für den Turm. Seile. Spiegel. Auch soweit alles ganz gut aus. Und dann haben wir hier noch die Bewaffnung. Hier die Milan. Ja, sieht auch soweit ganz gut aus. Und was das hier jetzt ist, das weiß ich jetzt. Ich vermute mal, das für die Laufrollen mit. Ich werde den Unbox aufbauen, also so wie er aus der Box kommt. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Ich will mir den aber nochmal besorgen, aber dann eine etwas hochwertigere Variante. Mit
Einzelgliederketten und so weiter. Und dann haben wir hier Anleitung, wie das gemacht wird mit den ganzen, mit den Tickets und so. Hier noch ein paar Hinweise, was was bedeutet. Hier nochmal die Farben. Die Rahmen nochmal. Dann geht es auch schon mit dem Aufbau los. Anfang mit der Wanne. Laufrollen. Turm. Bewaffnung. Und dann auch schon die Bemalung. Und das Bekleben der Decals. Die haben wir hier. Sehr überschaulich. Sind nicht viele. Ja. Der Aufbau wird zu sehen sein auf meinem Kanal. Also wenn ihr das Video jetzt seht, dann ist das Video schon in Produktion von dem Aufbau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Liked, kommentiert, abonniert. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Marder, was ihr davon haltet. Ich habe noch ein paar andere Modelle da. Die werden auch noch kommen. Aber jetzt ist erstmal der Marder dran und dann mal schauen, wie es weitergeht. Alles klar. Ciao, ciao.